Liebe Schwestern und Brüder, wie das Maß der Freude. Es ist mir eine große Ehre und Freude, wenn wir uns kurz verpressen, in dieser schönen Stadt und in dieser lebendigen Gemeinde zu Gast sein zu dürfen. Und für das Fest der Apostelzeit, was ich noch ziemlich in der Kurze. Bringe Grüße aus München. Seht ihr uns noch mindestens? Im Süden Deutschlands. Dort ist eben uns. Dort reise ich eine Krisen- und Lebensberatungsstelle. Das Wort Mensch und Kind ist das Wort Forschungszentrums. Außerdem gehöre ich dem Freikapitel der St. Markus-Kirche an. St. Teresa ist im Prinzip St. Markus, das war der zweitgrößte, der zweitälteste evangelischen Kirche Münchens. Wo ist der Finanzapparat, der man hier das Ganze aus dem Zwingen hat? Gelegen mitten im Universitätsviertel und im Kunstareal. Das hat für uns nur bestimmt zwölf, aber man muss nicht mehr machen. Direkt neben den Finanzbibliotheken. Vor zwei Wochen am Pfingstmontag haben wir in St. Markus das Konfirmationsjubiläum gefeiert. Ein silberner Konfirmant, der vor 25 Jahren konfirmiert wurde. Drei goldene Konfirmanden, die vor 50 Jahren ihre Konfirmation hatten. Und auch eine diamantene Konfirmandin, die 1956 konfirmiert wurde, vor 60 Jahren. Damals war ich ein Jahr alt. Noch nicht ganz. Bei mir wird es in 3 Jahren soweit sein. In 3 Jahren habe ich goldene Konfirmation. Ich erinnere mich. Es war das Jahr 1969. Ich war 13 Jahre alt und musste zum ersten Mal im Leben einen dunklen Anzug tragen. Inklusive Krawatte. Das war ein seltsames Gefühl. Den Anzug gibt es natürlich längst nicht mehr. Muss man auch das Kurs machen. Doch wenn es ihn noch hätte, und wenn ich versuchen würde, ihn anzuziehen, das wäre ein ziemlich komische Sache. Ich käme wahrscheinlich mit den Armen an. Die Schultern würden das Sakko sprengen, vom Bauch das zu weichen. Der Anzug wäre mir einfach viel zu klein. Ich bin gewachsen. Ich habe mich entwickelt. Was für meinen Konfirmationsanzug gilt, das, was der Grund ist, der von mir ist, wäre die gilt auch für meinen konfirmanden Glauben. Auch was den Glauben angeht, habe ich mich entwickelt. Bin ich gewachsen. Und das ist auch gut so. Und das ist normal. Ganz normal. Das ist doch so normal. Wo Leben ist, da ist Entwicklung. Wo Leben ist, da ist Wachstum. Da kommt Neues in die Welt. Ein Laubbaum, der im Frühjahr keine neuen Blätter mehr hervorbringt, der ist tot. Und auch bei uns Menschen, in uns Menschen, sind ständig Erneuerungsprozesse im Gang, und wie lange wir leben. Und wenn wir uns zurückgehen, so als Filmer, den Foster, den Erneuerungsprozess der Kirche, warum sollte das für den Glauben nicht auch gelten? Doch jetzt, dass er wieder der immerhin sagt Paulus mit Blick auf den Glauben. Kann man Paulus, du bist auf den Sinn gesagt. Wir haben es gehört. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Also du siehst ja, das Ding war es, du noch ein Kampf, du noch ein Kampf,
Jetzt weiß ich nicht genau, wie das hier in Lettland ist. Ist der Gesetzgeber, ist der Besorgte? Bei uns in Deutschland gibt es bei manchen lutherischen Kirchen so eine Einstellung, die mir etwas merkwürdig vorkommt. Wir uns 20 Jahre als Lutheraner können sehr sehr lese und über Stimmung sehr sauber. Es darf eigentlich keine man darf nicht vom Wachstum sprechen. Wer davon spricht, dass man im Glauben wachsen kann? Das ist eine Entwicklung im Glauben geben kann. Er sagt damit ja implizit, es gibt Menschen oder es kann Menschen geben, die im Glauben weitergewachsen sind als andere. Ir cilvēki, kad pakoja cilvēki, kas ticībā izaugši tālāk nekā pamanīja. Es kann Christen geben, der im Glaube einen höheren Entwicklungsstand hat, als der von anderen. Ir kristieši, kur ticība atrodas augstākā attīstības pakāpē nekā pamanīja. Un vor allem, un vispār, es gibt Christen, die sich um Wachstum im Glauben bemühen. Ir kristieši, kur cenšas ticībā, kuras, das ist Bemühen, das ist für manche frommen Lutheraner ganz und gar nicht in Ordnung. Das riecht nach guten Werken. Das ist Werke. Und unser Glaube sagt auch eindeutig, dass wir vor Gott gerecht werden, allein durch den Glauben. Kad mēs esam Dievā taisnoti ticībā vien bez draudzības darbiem. Ohne die Werke des Gesetzes. Bez likuma darbiem. Nachzulesen im Römerbrief und jeder Biografie Martin Luther. Kā mēs to lasām vēstulē Romiešiem un katrā Martin Luther biogrāfijā. Die guten Werke sind nicht nur überflüssig. Labie darbi ir ne tikai lieli. Sondern schädlich. Schädlich. Um meine Liebe Christi. Tā domā šie kristieši. Denn wer sich auf die guten Werke konzentriert, ja, das wird Gott sehr aus das Labien werden. Der baut angeblich auf seine eigene Kraft und nicht auf Christus. Das sagt man uns selbst. Aber wo ihr Jesus und das Labien ist, was uns sagen, ist gar kein Jesus Christus. Ich finde das ein schlimmes Vorurteil. Ist nur ein bisschen für das Kutsche als Jesus. Und dieses Vorurteil führt dazu eben, und ich sage mir, das wird getan, was ich manchmal die typisch protestantische Disziplinlosigkeit nenne. Kurz, sonst praktisch und protestantisch und disziplinisch drücken. Aus lauter Angst, sich zu sehr auf die eigenen Werke zu verlassen. Nur drück am Wagen, wird dann jede Form der geistigen Übung abgeben. Dann der Wächter, der nur ein Gebkar, kann ich nur in den Meditation, Meditation, Kontemplation, Kontemplation, alle Formen von methodischer, religiöser oder spiritueller Praxis, dieses methodisches, religiöses oder religiöses Praxis, gelten als menschliches Streben, sich selbst zu erlösen. Bewusste Reinspiration, wenn es geht, sind wir in Anbestehen von Schöpfung selbst. Allenfalls der Gottesdienst am Sonntag ist noch erlaubt. Andere als die Kreisfeldens Weltordnung. Und vielleicht die persönlichen Liebeslesen. Nach meiner Überzeugung und nach meiner Erfahrung liegt da ein tiefgehendes Missverständnis vor. Eine Verwechslung von theologischen und spirituellen Aussagen. Theologisch, also im Blick auf das Verhältnis des Menschen zu Gott. Da gilt für uns lutherische Christen ganz klar, wir Menschen können nichts, aber auch gar nichts dazu tun, um uns Gottes Liebe zu verdienen. Genau wie ein neugeborenes
Genauso wenig wie ein Neugeborenes dazu tun muss, dass seine Eltern es lieben. Die Eltern lieben ihr Kind einfach deswegen, weil es da ist. Und genauso liebt uns Gott ganz einfach deswegen, weil wir da sind. Weil wir seine Kinder sind. Das ist die große Entdeckung Martin Luthers. Das ist das Martin Luther, der wir als oder besser die Wiederentdeckung. Weil du hast Gott nur jemand. Denn eigentlich ist das ja die reine Lehre von des Jesus aus Nazareth. Der zu den Menschen gesagt hat, du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du bist ein Gottes. Jedes Haar auf deinem Haupt ist gezählt. Dein Name steht im Himmel geschrieben. Das ist das eine. Das andere ist die spirituelle Seite. Oder die göttliche Die menschliche Seite. Natürlich tut es uns gut. Wenn wir uns darum bemühen, natürlich tut es uns gut, wenn wir lernen, hinter die eigene Maske zu schauen. Wenn wir lernen, die eigene Egozentrik liebevoll aufzudecken. Natürlich tut es uns gut, in die Tiefe zu gehen. In die Versenkung. Es ist zum Beispiel gut, in die Kontemplation zu üben. Ganz einfach, weil es uns zu reiferen, tieferen Menschen machen kann. Weil es gut ist für das Zusammenleben. Für das Zusammenleben mit anderen. Zusammenleben mit uns selbst und für das Zusammenleben mit Gott. Es macht uns empfänglicher für die Gnade Gottes. Die Gnade Gottes ist ja immer da. Immer. Jederzeit. Gratis. Nur ich bin nicht immer offen dafür. Und dafür ist die Übung gut. Und dazu ist die Entwicklung gut. Dass ich offener werde für die Gnade, die da ist. Im Ernst. Willst du ewig bei deinen Kindern und Konfirmanden glauben bleiben? Es gibt so vieles zu entdecken in der Welt des Glaubens. Und manche von meinen Mitkonfirmanden von damals, die würden vielleicht heute noch in ihren Konfirmationsanzug hineinpassen. Aber bei mir, ich weiß, es würde nur lächerlich. Wo anders als in Christi Wunden, da lag er vor der Zeit der Welt.
no mūžības jau pastāvošu, kas Kristus tur uz tādā vārds. Ja grunts, ja kundelīgi, šis pamats nevar nespēties, ka zemi tevis spoļāties. Jā, atvaļīgi. Protams. Tas nebārķi no tas. Dievu žēlstību. Seine Liebe. Viņu mīlestību. Die er uns in Jesus Christus gezeigt und vorgelegt hat. Kas atvārsies un izdzīvot Jēzus Kristu. Die hält. Tā varīja. Wenn Erde und Himmel untergehen, kann sein und der ist nicht vorher. Das ist und bleibt das Zentrum. Das ist und vorher. Die Mitte unseres Glaubens. Muss und Mitte des Zentrums und Gottes. Und dennoch ist mir nicht wohl bei dem Land. Und du hast nicht und du siehst immer mehr schon das Zentrum und Jugend. Bei dem Grund, der meinen Anker ewig hält. Und ein Gustav und ein Gustav. Ich denke, gerade in einer Hafenstadt wie Riga. Es ist nur ein Kapitel, der da aus ist, was er da. Riga. In einer alten Hansestadt. Sabia, Hans, Sabia, Lebens, Börse. Da dürfte das jemand einleuchten. Du, das kann ja auch englisch in unserem Sitz. Ein Schiff, das dauernd vor Anker liegt. Wie uns gut ist, ein Schlussbursch ist noch ein Sabor. Das erfüllt seinen Zweck nur mit Mühe. Das Sabia, du weißt, du gehst dir die Jude bei. Und wenn es auf ewig vor Anker liegt. Und wenn es Mosche ist, dann ist ein Sabor. Dann erfüllt es seinen Zweck und dann. Dann bin ich nicht gewiss, dass wir reden, wie es Sabia, was das nicht. Deines Glückes, deine Existenzberechtigung, ist doch, dass es hinausfährt in die weite Welt, in welche Grund ist Gott in der Wasser, dass es sich dem Meer und den Wellen aussetzt, durch das Jura's Gewinnungs, dass es sich durch Stürme und durch Untiefen kämpft, ziehe ich jetzt weiter und sage, und schließlich in einen neuen Hafen ankommt, und es wird so nach der Mauer, neue wahre Welt, spezielle Wette, neue Länder, hier sind wir auch selbst. Ein Schiff muss hinausfahren auf dem Hafen. Und die Idee ist nur, was das so ist. Ohne Bild gesprochen. Und man hat die Schiffe, das geht sich das. Wir dürfen Altes und Vertrautes loslassen. Wenn es nicht noch was da hört, so aussetzen. Und neue Erfahrungen machen mit Gott. Und du wirst immer noch wieder zu erleben. Manchmal werden wir dazu sogar vom Leben gezwungen. Das ist gerade ein Ziel. Dann können wir neue Erfahrungen machen mit dem Glauben. Und der Körper ist witzig und die Leben zu witzig. Neue Erfahrungen. Ja, und die Leben zu leben. Und wir können erfahren, wie es in der Fässerbrief heißt. Und dann ist es mir wieder zu gut, dass ihr das jetzt weiß, wo wir hergesessen. So könnt ihr mit allen Heiligen begreifen, welches die Breite, die Länge, die Höhe, die Tiefe ist. Weil diese Wissen ist wert, wenn ihr uns Lob, das Wenige ist, das Forschung, Nahrung, Angst und damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Und dann noch bitte, wie wir wissen, wie auch wir uns tun. Damit immer wieder neu Gottes Reichtum zu forschen. Immer mehr und immer mehr viel, was kann man den Inspektor abholen. Uns immer wieder neu einlassen. Wir wollen glauben, wir sind wir. Auf die immer wieder neue, überraschende Fülle Gottes. Schon dort wird er schon wieder gehen, was das geht. Und gleichzeitig ist es gut, und wir haben auch, das Alte nicht einfach geworden zu werfen. Wenn so, da wird er schon einmal das Neue machen. Jesus sagt auch, Jesus wird es sagen. Darum gleicht jeder Schriftgelehrter, der ein Jünger des Himmels geworden ist. Da wird er jetzt ganz trotzig, da ist er riesig, ist er dann noch sein bekannt. Einem Hausvater, der auf seinem Platz Neues und Altes hervorbringen. Da der Name sein wird, kann das gut, was sonst macht und sagt, was der Name und Altes. Neues und Altes. Ja, und das ist ganz heiß. Natürlich, es gibt Altes, Bewährtes. Nur das gibt es ganz heiß und Wahrheit. Auf das wir vor allem in Krisenzeiten zum Beispiel immer wieder zurückgreifen. Wir kommen es selber an, weil das Englische Krise ist weit aus dem Jahr und Christ ist. Weil es tragfähig ist. Und das bringt uns fest. Was frühere Generationen geglaubt haben, was noch hinterher steht als Paulus, der Pizzerisch ist, ist nicht einfach wertlos. Der Boden auch immer spürt und mein Kinderglaube ist sicher bis heute die Basis, das Fundament meines Erwachsenenglaubens. Und der Johannes Bellings, PC, und ist ein Jurisch, der ist schon der Johannes Bielhaus, als PC, ist Pommer zum Fundament. Aber wenn das Gebäude, das ich auf diesem Fundament aufgebaut habe, weil er geschieht so, aber es muss sein, heute sicher anders.
Gottes Namen. Es prüfen. Wahrnehmen. Und das Gute behalten. Und das Gute behalten. Das ist wohl die gute Balance, die es braucht. Das ist der Platz, wie es das ist, unser Gottes ist. Um immer tiefer hineinzuwachsen. Weil müssen wir jetzt immer auch immer auch in die Geheimnisse. Wie er muss haben. Damit wir begreifen können. Weil es mehr klappt. Was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe ist. Ganze Matos, Karos, Hausos und Zellos. Diese großartigen, großzügigen Dimensionen. Hier sind wir herausgelernt, wie er beginnt. Und der Friede Gottes, der alle von, der höher ist als alle von uns, bewahre uns im Sinne von Christus Jesus, dem Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Und wir sind jetzt herausgelernt, wie er beginnt.